Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum erneuten Video von meinem Kanal. Ja, Leute, in diesem Video möchte ich euch meinen überkrassen GTA 5 Online Glitch zeigen, wie ihr mit dem MK2 Motorrad unendlich Raketen haben könnt. Also, dass das MK2 am Ende des Videos unendlich Raketen hat. Der ganze Glitch ist auch solo. Also, lasst mir natürlich gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch diese ganzen Glitches gefallen. Aber bevor wir gleich anfangen mit diesem Glitch, bitte nervt mit diesem Glitch keine anderen Spieler und tötet sie auch nicht unnötig. Aber jetzt geht's direkt weiter mit diesem Video. Noch eine kleine Info, bevor das Video gleich weitergeht. Auf meinem Kanal könnt ihr jetzt auch ein Kanalmitglied werden. Schaut einfach gerne mal in die Videobeschreibung, da findet ihr einen Link dazu. Oder auch auf meinem Kanal in der Kanalinfo. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ihr auf meinem Kanal Kanalmitglied werdet. Und jetzt geht's auch schon direkt weiter mit diesem Video. Alles, was wir für diesen Glitch einfach einmal brauchen, ist natürlich das MK2 Motorrad. Das findet ihr im Internet bei der Warstock Seite. Hier, ich zeige euch das ganze Motorrad auch nochmal hier. Dieses Oppressor MK2, das benötigen wir natürlich auch einfach einmal und noch einen Motorradclub dazu. Jetzt öffnen wir einfach einmal das Interaktionsmenü, melden uns als MC an, also als Motorradclub und fordern jetzt einfach einmal übers Interaktionsmenü, sobald wir uns das MK2 gekauft haben, einfach einmal das MK2 an. Und normalerweise haben wir mit dem MK2 nur 20 Raketen. Ich in meinem Fall habe diese 20 Raketen auch jetzt einfach einmal verballert. Ich in meinem Fall habe das Ganze für euch hier vorgespult, weil das ja dann doch ein bisschen dauert, bis ihr diese 20 Raketen leer geschossen habt. Aber habt ihr die 20 Raketen jetzt leer geschossen? Anstatt das ganze MK2 jetzt einfach einzulagern, machen wir jetzt den Glitch. Dazu steigen wir jetzt einfach einmal ab. Jetzt öffnen wir einfach einmal das Interaktionsmenü, gehen einfach einmal auf MC President und bleiben jetzt über Fahrzeug wieder einlagern drüber. Jetzt drücken wir einfach einmal die Dreiecktaste und sobald unser Charakter sein Bein über das MK2 schwingt, spammen wir jetzt einfach einmal die X-Taste durch. Das sieht genau so aus. Immer weiter die X-Taste spammen und automatisch wird das neue MK2 angefordert. Zu diesem können wir auch jetzt ganz einfach einmal hinlaufen. Und sobald wir zum neu angeforderten MK2 hinlaufen und das hier gespawnt ist, sollten wir auch schon wieder sehen, wir haben sozusagen die Zeit überbrückt und können uns wieder ein neues, volles MK2 holen. Dieses hat jetzt auch schon wieder 20 Raketen. Sobald das alle ist, wiederholen wir den Glitch einfach einmal. Und ich hoffe natürlich, der ganze Glitch hat euch gefallen. Wenn ja, Like und Abo nicht vergessen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut da rein. Ciao.